Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Wir sind unterwegs, wir sind auf der Invest 2012 und Mitveranstalter hier bei dieser Invest in Stuttgart ist die Börse Stuttgart und bei mir ist jetzt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Christoph Lammersdorf. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Herr Lammersdorf. Schönen guten Morgen. Ja, die Leitmesse, die Invest 2012, der neue Claim, die Leitmesse und der Kongress für Geldanlage und Finanzen. Was kann man denn sagen? Wo leitet uns die Invest 2012 denn in der Finanzwelt hin? Also die Messe ist ja nun schon so lange hier in Stuttgart und hat so viele Leute angezogen über die Jahre, dass sie die Trends setzt. Und hier kann man ganz klar erkennen, wie die privaten Anleger von den Anbietern versorgt werden sollen mit Finanzprodukten, die in dieser Zeit, die ja nun geprägt ist durch sehr viel Unsicherheit, dann doch auch Möglichkeiten geben für die Privatanleger, ihr Investment in Zukunft auch zukunftsträchtig und erfolgsträchtig zu gestalten. Wenn man auf die Invest 2012 dann zurückblicken wird, welche Besonderheiten wird man denn mit der Invest 2012 verbinden? Was glauben Sie? Naja, wir haben hier viele neue Formate und das ist ganz außergewöhnlich. Wir haben ein Aktienforum, wir haben viele Live-Trading-Gelegenheiten, wir haben natürlich die bewährten Situationen von Vorträgen, von Symposien und natürlich den Kongress für Privatanleger. Das sind natürlich bewährte Modelle, die hier gefahren werden und die Leute immer wieder hier hereinbringen. Was hat sich die Börse Stuttgart hier speziell auf die Fahne geschrieben für dieses Jahr? Wir wollen natürlich den Privatanleger umfassend informieren über alle Möglichkeiten, die er hat und über die Services, die wir bieten. Wir haben auch hier sehr viele Vorträge auf unserem Stand dieses Jahr wieder zu allen Themen, die heute interessant sind. Und wir haben insbesondere eins, dass wir nämlich unsere Website verändern wollen. Und das möchten wir unbedingt unseren Anlegern zeigen. Da gibt es nämlich in Zukunft etwas wie ein Live Trading Desk, den er sich selber privat zusammenstellen kann, wo er Tools und Informationen mixen kann und ganz für seine eigenen Bedürfnisse ausrichten kann. Und das ist einzigartig unter den kostenfreien Portalen in Deutschland. Die Spezies Privatanleger ist ja eine wichtige oder die wichtige Kundengruppe natürlich auch für Sie. Sie haben mal gesagt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wildtiere in der Laufbahn sind einfacher zu finden, als die Spezies Privatanleger zu erkunden. Welche Erkenntnisse haben Sie denn über den Privatanleger schon gewinnen können? Ja, da gibt es ja jetzt inzwischen viele Studien und ich würde mal gerne hinweisen wollen auf die letzte, die bekannt geworden ist, die von der DWP-Bank gemacht worden ist. Und da hat man zum Beispiel mal untersucht, wie sich der Privatanleger denn jetzt eigentlich verhält. Und interessanterweise hat man gerade im letzten Jahr gesehen, wo es ja so viele Achterbahnfahrten mit dem DAX gab, dass der Privatanleger gar nicht mehr so panisch reagiert, wie man ihm das eigentlich immer zuschreibt, sondern sehr besonnen, sehr vernünftig und sogar in Abschwüngen mehr Käufe stattfinden als Verkäufe. Das heißt, die Anleger wissen, wann die Chancen groß sind und haben auch den Mut inzwischen in Phasen, wo der DAX also ganz niedrig nach unten geht, dann trotzdem zuzugreifen. Und ich halte das für eine gute Geschichte. Und der zweite Punkt, der dabei rauskommt, ist, die Anleger informieren sich immer stärker selber. Die Bedeutung des Anlageberaters ist in den letzten 3 Jahren zurückgegangen und die Bedeutung der Eigeninformation über das Internet zum Beispiel ist sehr stark gestiegen. Aber der Privatanleger ist natürlich die Frage, welche Informationen benötigt man denn eigentlich noch? Was wollen Sie denn gerne über den Privatanleger noch wissen? Wir würden natürlich gerne wissen, wie sein Anlageverhalten ist und was für ihn interessant ist in den verschiedenen Lebenslagen. Und auch da sehen wir in anderen Studien, die wir selbst durchgeführt haben, wie sich auch da sozusagen die Risikobereitschaft verändert. Wir haben bei älteren Leuten überwiegend Aktien, Anleihen in den Depots und das ist auch das, was sie handeln, während sie bei jüngeren Leuten so zwischen 20 und 35 eine verstärkte Zunahme von Zertifikaten, ETFs und ähnlichen Produkten finden, über die man sich ja viel ständiger auf dem Laufenden halten muss, als über langlaufende Anleihen. Die Börse Stuttgart ist ja im Grunde, oder verbindet man natürlich auch mit dem Zertifikatemarkt. Sie waren Vorreiter. Jetzt wollen Sie die Abhängigkeit vom Zertifikatemarkt verringern. Warum? Naja, wir sind natürlich auch Unternehmer und sind ja auch vom Gesetz verpflichtet, langfristig eine Börse zu betreiben. Das heißt, wir müssen das natürlich auch wirtschaftlich gestalten. Und da ist klar, dass man nicht so gerne abhängig ist von nur einem einzigen Produkt. Wir haben es geschafft in den letzten 3 Jahren, zum Beispiel das Geschäft mit Anleihen ganz stark zu forcieren. Das hat der Anleger auch aufgegriffen. Da haben wir offensichtlich die richtigen Angebote gemacht, sodass also das schon sehr deutlich zu spüren ist, dass die Anleihen hier einen großen Teil unseres Geschäftes bestimmen. Liegt die Zukunft also nicht im Zertifikatebereich, sondern eher im anderen Markt? Wo liegt sie denn? Naja, das Interessante ist ja, dass wenn Prozentzahlen sich verschieben, das nicht notwendigerweise heißt, dass sich da irgendwas falsch entwickelt hat. Nein, natürlich ist unser Zertifikategeschäft weiterhin gewachsen. Nur das Anleihegeschäft ist stärker gewachsen und die Zukunft der Börse Stuttgart liegt eindeutig darin, dem Privatanleger immer wieder die interessantesten Anlagemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und einen Handel zu generieren, bei dem er wirklich gute An- und Verkaufspreise bekommt, bei dem er schnell ausgeführt wird, bei dem er eine Sicherheit hat, dass er
er den Preis bekommt, den er auch gesehen hat. Und natürlich dann auch in der Folge und davor Angebote machen, Informationen, Hilfestellungen und so weiter. Anleihemarkt, also ein Markt in Anführungsstrichen der Zukunft. Wo sehen Sie denn noch die Zukunft? Wir sehen da schon noch, dass sich da die Anlegerverhältnisse verändern. Das hängt natürlich auch immer dazu mit zusammen, wie die gesamtwirtschaftliche Situation ist. Ich denke, wir werden nach wie vor weiterhin in den Bereich Bildung investieren. Wir werden nach wie vor den privaten Anleger versuchen, direkt kennenzulernen, direkt anzusprechen und natürlich in den Bereich Internet und mobile Applikationen. Da liegt für uns ganz klar ein großes Potenzial. Sie wollen auch ins Ausland expandieren. Sie haben schon Kooperationen geschlossen. In Skandinavien und auch im Baltikum sehen Sie auf jeden Fall die Zukunft. Was wird hier genau geplant? Naja, zunächst mal haben wir uns ja sehr gut gefestigt da in Schweden und in den letzten Jahren nach Finnland und nach Norwegen expandiert, aus Schweden heraus. Die Skandinavier sind offensichtlich Menschen, die ähnlich wie die Menschen hier in Deutschland ein Anlegerverhalten zeigen, das risikoorientiert ist, für die Zertifikate ein praktisches Instrument sind. Und wir wissen ja alle, dass die skandinavische Finanzwelt ins Baltikum zum Beispiel hinausstrahlt und dort sehr stark vertreten ist. Und wir gehen immer gern mit Partnern. Wir gehen mit den Orderflow-Provider, mit den Banken, die die Kunden haben. Wir gehen mit den Emittenten in die Länder, wo wir das gemeinsam interessant finden. Man muss ja auch ein bisschen Infrastruktur schaffen und das ist nicht so ganz einfach herzustellen. Die Frage natürlich, wie sieht es denn in Europa aus? Sie meinen, wenn Sie die gesamtwirtschaftliche Situation meinen, dann muss man natürlich sagen, wer da eine gute Voraussage machen kann, wäre, glaube ich, der große Star. Und das ist ganz schwierig. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass Spanien wieder upgeratet ist. Ich gehe davon aus, dass es in den Preisen bereits drin war. Wir wissen alle, dass es Unsicherheit gibt. Wir sehen den DAX reagieren ständig, obwohl die Wirtschaft ja eigentlich brummt. Und die Voraussagen, die man hier machen kann, sind eigentlich ganz, ganz wenige. Das Wichtige, glaube ich, was man als Appell richten muss an alle ist, wir haben insgesamt zu viel Schulden aufgebaut bei den Staaten, auch bei den privaten Anlegern. Und das muss irgendwie sich auswachsen und zwar möglichst schnell. Wie beeinträchtigt das Ihr Geschäft von der Börse Stuttgart? Ja, positiv und negativ. Das ist ja das Interessante dabei. Wenn wir natürlich starke Marktbewegungen haben, wenn die Volatilität steigt, bedeutet das ja letztendlich, dass Anleger mehr handeln. Und wenn die Anleger mehr handeln, dann haben wir natürlich als Unternehmen mehr zu tun. In den Situationen, wo es dann sich wieder beruhigt, beruhigt sich das bei uns auch wieder. Das ist eine ganz interessante Abhängigkeit, die wir da voneinander haben. Mir wäre lieber, wir hatten ein kontinuierliches Wachstum, weil das für eine Börse immer das Beste ist. Was wünschen Sie sich für die Invest 2012? Letzte Frage. Ich wünsche mir, dass wieder so viele Menschen kommen wie im letzten Jahr, vielleicht ein paar mehr, weil ich glaube, dass wir uns weiterentwickelt haben mit dieser Messe und weil ich auch sicher bin, dass durch die Informationen, die hier weitergegeben werden, die Sicherheit für die Anleger steigt, ihr Risiko sauber bemessen zu können und dann mit ihrem Geld auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Sagt Christoph Lammersdorf, vielen Dank, dass Sie hier waren zum Interview. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es dann eben von einem Spezial hier von der Invest. Danke, dass Sie dabei waren. Sie können das Ganze im Internet natürlich auch nochmal schauen, www.drf.fm. Und bis zum nächsten Mal sage ich dann erstmal Tschüss.